Und passiert schon was? So. Ja. Jetzt. Ja, Dietmar Salzburg als nächstes in unserer Konferenz Potenziale leben. Willkommen. Man sieht dich auch schon. Ja, schön, dass du auch dabei bist. Und ich finde es so schön, wie sich das auch gerade anknüpft. Ist mir jetzt gerade bewusst geworden. Wir hatten vorher die Adela. Und ne, so das Schlusswort war so, also, oder was die Quintessenz, so das Leben so im Prinzip so bei ihr zeigt sich. Das zeigt sich ständig, die Potenziale. Man muss hingucken und eigentlich das Leben zeigt es einem. Und man kann sich natürlich Hilfe holen und das kann sehr hilfreich sein. Und deswegen finde ich deinen Satz sehr schön, was du geschrieben hast. Das Leben selbst zeigt dir deine Potenziale. Nutzen musst du sie schon selber. Also das kann dir niemand abnehmen. Und das ist wunderbar. Also besser hätte man es nicht ausdrücken können. Ganz genial. Und jetzt aber erstmal zu dir, Dietmar, wenn du vielleicht dich erstmal kurz vorstellen magst. Sind wir jetzt schon auf Sendung? Ja. Okay. Also mein Name ist Dietmar Salzburg. Und ja, ich komme eigentlich aus vielen verschiedenen Richtungen. Ne? Ich bin zum einen Werkstofftechniker, das heißt, ich komme eigentlich aus der Naturwissenschaft. Ich bin Heilpraktiker seit, ja, inzwischen so ungefähr 6, 7 Jahren sowas. Und ich bin Dozent für Erwachsenenbildung. Ich mache im Prinzip so ähnliche Dinge eigentlich wie die Adela. Mhm. Na? Bloß, dass ich mich mit Astrologie leider nicht auskenne. Ich habe dann, sagen wir mal, andere Dinge, mit denen ich dann arbeite. Ne? Andere Potenziale. Freilich. Ja. Und so sehe ich eigentlich unser heutiges Thema, für mich zumindest, als so eine Art Mischung aus Wissenschaft, Heilkunde, Spiritualität. Ja, genau. Mhm. Unter diesem Aspekt werde ich heute mal versuchen, das aufzudröseln, aus meiner Sicht. Ne? Sehr schön. Lass mich beginnen einfach mal mit der Frage, was sind denn überhaupt Potenziale? Und ja gut, man kann jetzt natürlich in Wikipedia und überall mal ein bisschen nachgucken, ne? Da gibt es wahnsinnig viele Definitionen dafür. Und ich habe mir gedacht, wer Definitionen jetzt unbedingt will, der kann jetzt jederzeit im Internet nachschauen und sich das selber suchen. Aber ich ziehe das jetzt mal von der Seite her auf, Potenziale haben was zu tun mit potenzieller Energie. Potenzielle Energie im Gegensatz zu kinetischer Energie. Klingt ein wenig wissenschaftlich, ich zeige es gleich mal. Ich habe mir nämlich hier ein kleines Pendel mitgebracht. Ne? Ich glaube, das sieht man ganz gut jetzt hier. Ne? Ich habe ein Pendel hier. Dieses Pendel hängt einfach mal so da, auf dem tiefsten Punkt. Mhm. Ja. Mhm. So, jetzt nehme ich einfach das Pendel mit der Hand, führe dem Energie zu. Ich gebe ihm ein Potenzial, indem ich das Pendel einfach hochhebe. So, jetzt habe ich dem potenzielle Energie zugefügt. Das heißt, das Pendel ist in Ruhe, tut momentan nichts, hat aber eine sehr starke potenzielle Energie, ein Potenzial. Wenn ich jetzt loslasse, dann wird dieses Potenzial umgesetzt in Bewegung. Na? Hier oben ist es ganz ruhig. Dann verwandelt sich diese gesamte potenzielle Energie, sein Potenzial, in höchste Geschwindigkeit an dem tiefsten Punkt und wäre hier sozusagen die manifestierte Möglichkeit, irgendetwas zu tun. Also zum Beispiel Abbruchkräne arbeiten so ähnlich. Ne? Die haben riesige Kugeln, die werden nach oben geschleudert, werden potenzielle Energien gesammelt, Potenziale erzeugt sozusagen und dieses Potenzial ist in dem Zusammenhang zwar zerstörerisch, aber es hat die Fähigkeit, etwas zu tun. Also, schön erklärt, wow. Mhm. Was tue ich in dem Moment, um das Potenzial zu entfalten? Ich lasse los. Klingt ein wenig trivial vielleicht in dem Zusammenhang, aber ich muss mein Pendel an der höchsten Stelle loslassen. Beim Loslassen wird das Potenzial freigesetzt. Ein paar ähnliche Beispiele, um das noch zu verdeutlichen, habe ich, wenn zum Beispiel, wenn du Bogenschießen machst, dann spannst du, legst deinen Pfeil ein, spannst deinen Bogen, hast eine hohe Spannung, solange du deinen Bogen und deinen Pfeil hältst, solange hat dieses Ding Potenzial. Wenn ich jetzt loslasse, wiederum, ne, dann wandle ich dieses Ruhepotenzial um in Bewegung, in Möglichkeit, in Aktivität, Zerstörung oder auch Aufbau, je nachdem, was ich halt mache. Ne? Mhm.
im Endeffekt, wenn ich jetzt zum Beispiel auch, es gibt auch andere Möglichkeiten, wunderschöne Potenziale freizusetzen, nehme ich mal zum Beispiel einen Speckstein, so einen großen Block, ne, wie es die Bildhauer gern machen. Der Bildhauer, der nimmt sich einen Block, einen rohen, unbehauenen Block, und tatsächlich scheint dieser Block in sich bereits das Potenzial zu tragen, zu einer Figur zum Beispiel, zu einem Kopf, zu einem Gesicht. Ne? Also Potenziale sind da. Sie müssen irgendwie freigesetzt werden, gefunden werden, freigelegt werden. So, das waren Beispiele, da muss ich was tun, um dieses Potenzial erst einmal zu erzeugen, bevor ich es freisetzen kann. Mhm. Jetzt gibt es aber auch in der Natur genug Beispiele, wie es anders funktioniert, weil ich muss nicht für jedes Ding arbeiten. Ne? Nimm zum Beispiel eine Batterie. Irgendjemand hat sich schon mal bereit erklärt, auf irgendeine Art und Weise diese Batterie mit Strom, mit Spannung aufzuladen. Und ich kann sozusagen dieses Potenzial in meiner Taschenlampe, im Handy, wo auch immer, nutzen. Ich kann es freisetzen. Da musste ich mich nicht mehr selber drum kümmern. Oder das Erdöl. Da hat die Erde eigentlich, die Erde, die Gravitation, die ganze Natur hat da die ganze Arbeit eigentlich gemacht, um aus Pflanzenbestandteilen Erdöl zu machen im Laufe von Jahrmillionen. Und wir nutzen jetzt dieses Potenzial von Erdöl, das die Natur da reingepumpt hat und, naja, machen so unsinnige Sachen wie verbrennen oder so. Ne? Aber es ist ein nutzbares Potenzial. Wie nutzvoll ist eine andere Frage natürlich. Ne? Ja, wie ist es jetzt beim Menschen? Beim Menschen ist natürlich auch wieder die Frage, muss ich mir als Mensch tatsächlich jetzt mein Potenzial immer selber erarbeiten? Oder habe ich vielleicht sogar die Möglichkeit, etwas zu nutzen, was mir gegeben wurde, was mir geschenkt wurde bereits? Ne? Ich denke, ich komme natürlich da auf einen ähnlichen Weg wie meine Vorredner dann auch schon. Schauen wir mal zum Beispiel auf so eine Art Wunderkind. Ne? Ich denke, jeder hat schon mal gehört von diesen Wunderkindern mit Klavierspielen oder Geigespielen, die wurden mit 3 Jahren schon anfangen, dieses Instrument wahnsinnig zu quälen. Ne? Und trotzdem, sie machen weiter. Mhm. Sie schaffen es dann vielleicht tatsächlich mit 6 Jahren ihr erstes Konzert zu geben und alle klatschen ganz toll und sagen, ach, was ein tolles Wunderkind. Ne? Ja, und mit 20 Jahren darf sich der Kerl oder die Frau dann vielleicht Meisterspieler oder sowas nennen. Ne? Aber was war? Ich denke mal, dieses Kind ist mit Sicherheit mit einem Potenzial für Klavierspielen oder Musik auf die Welt gekommen. Aber dann kam natürlich seine eigene Arbeit dazu. Ich meine, niemand, selbst der größte Meister, der wo vielleicht, ich sage mal, reinkarniert, um eine Möglichkeit zu nennen, ne? Wie auch immer, wird es ohne Übung zu nichts bringen. Das heißt, wir brauchen, denke ich, immer 2 Komponenten. Einmal das Talent, das du mitbringst auf die Erde, bei deiner Geburt. Und das zweite ist üben, üben und üben, um einfach wirklich der Meister werden zu können, der du vielleicht gerne sein willst in deinem Talent. Musst du üben, musst du verfeinern. Und was vielleicht wirklich ein toller Aspekt noch wäre, es ist gut, wenn du es schaffst, Lehrer zu werden. Wenn du es schaffst, dein Talent anderen wieder beizubringen, dann bist du selber gezwungen, das total detailliert zu hinterfragen. Zum Beispiel die besten Schüler sind solche, die selber Nachhilfe geben. Weil die waren gezwungen, das ganze Wissen zu überdenken, ne? Und an kleinere, jüngere weiterzugeben und haben dadurch teilweise wirklich die besten Noten geschrieben, weil sie es noch einmal für sich begriffen haben. Also Talent ist wahnsinnig gut und Üben ist wahnsinnig wichtig. Beim Dalai Lama zum Beispiel ist es nichts anderes. Der wird gesucht als kleines Kind, ne? Mit 3, 4, 5, 6 Jahren suchen die den Dalai, den nächstfolgenden, anhand von bestimmten Fähigkeiten, die er haben muss. Der muss Dinge erkennen, der muss Fähigkeiten haben, aber wenn sie ihn dann erkannt haben, dann folgt erst einmal eine lange, lange, teilweise sehr schwere Schulung, damit er seinen Job auch wirklich machen kann.
Also selbst für den Dalai Lama gilt mit Sicherheit das Gleiche, Talent ist gut, aber wir müssen es auch bearbeiten. Ne? Hm. Ja, der nächste Punkt wäre, was treibt mich denn überhaupt dazu hin, meine Potenziale zu finden? Ich meine, das ist ja schön, dass wir sie möglicherweise haben, ne? Aber warum sollte ich sie eigentlich denn überhaupt suchen? Welchen Grund haben wir? Ich denke mal, es gibt zwei wesentliche Gründe. Der eine Grund, das ist eigentlich der schönere Grund vielleicht, das ist meine natürliche Neugierde. Mhm. Wenn ich irgendwo merke, in mir ist irgendwas, da lebt irgendwas, da ist eine Art positive innere Unruhe oder ich weiß nicht genau, wie man es vielleicht beschreiben soll, dieser Drang, dieses Wissen, da ist noch was, das möchte noch gelebt werden. Ne? Ich denke, das ist die schönste Art, Potenziale zu entdecken. Nehmen wir einfach einmal als Beispiel den Herrn Geier her. Ne? Der Herr Geier stellt auf einmal fest, Mensch, ich habe schon immer gerne irgendwelche Artikelchen, irgendwelche Geschichtchen geschrieben. Ne? So, ja, und plötzlich läuft dem Herrn Geier irgendwo beim Einkaufen ein Buch über den Weg. Das heißt zum Beispiel Schreiben für Dummies oder so ähnlich. Ne? Aha, gut, er kauft sich natürlich das Buch, geht Schritte und Schritte weiter und schreibt und merkt irgendwann, geil, genau das ist es, was mich wirklich begeistert. Ne? Oh, und gerät durch seine Begeisterung natürlich in sein, bringt seinen Geist in eine Aufmerksamkeit, dass er immer mehr Sachen findet, die seine Begeisterung unterstützen, sein Potenzial fördern. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass er als nächstes vielleicht irgendeinen Online-Kurs oder sowas bucht, ne, was dann heißt, okay, so kannst du Autor werden und so weiter. Also auf jeden Fall, das ist mit Sicherheit die schönste Methode durch Neugier. Aber ich denke mal, eine auch sehr häufige Möglichkeit, wo Potenziale benötigt werden, das ist eigentlich die Stufe der Notwendigkeit. Die Notwendigkeit trifft dann auf, wenn das Leben uns in eine Lage stürzt, die für uns sehr unschön ist, sage ich mal. Hm. Sehr unschön ist es eigentlich immer dann, wenn es ungewohnt wird. Ne? Das muss nicht einmal wahnsinnig schlimm sein, aber ungewohnt reicht oftmals schon, dass man sagt, möchte ich denn wirklich so weiterleben? Ne? Es kann eine einfache Unzufriedenheit sein, vielleicht am Arbeitsplatz oder in der Familie, beim Partner. Vielleicht sage ich einfach, ich möchte nicht mehr in dieser Stadt wohnen, aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht genau warum, aber ich möchte es halt nicht mehr. Vielleicht ist es aber einfach undefiniert, einfach so eine Art Unzufriedenheit. Ich weiß zwar nicht genau, was mich unzufrieden macht, aber irgendwie weiß ich, ich glaube, ich müsste oder sollte was verändern in meinem Leben. Ja, wo soll ich suchen dann? Ne? Hm. Aber was? Ja, es kann natürlich auch Schlimmeres passieren. Wir werden auf einmal zum Beispiel arbeitslos. Hier fängt es natürlich ganz krass an. Jetzt muss der Arbeitslose erst einmal schauen. Jetzt hat er vielleicht wirklich 30 Jahre lang in seinem Betrieb sein Ding gemacht. Ne? Ist jeden Tag brav hingegangen, hat jeden Monat sein Geld bekommen und schön war's. So, und plötzlich ist das alles vorbei. Und wenn die Firma geschlossen hat, dann wird er wahrscheinlich auch nichts mehr in der Art finden in dieser Gegend. Was tun? Er muss kreativ werden. Ne? Und hier fängt zum Beispiel dann natürlich auch meine Arbeit mit an, wo ich bei der Erwachsenenbildung zu tun habe, den Leuten tatsächlich ein bisschen zu helfen, rauszukommen aus dem Drama, ne? Rauszukommen aus ihrem Trott, den sie 30 Jahre lang gelebt haben. Ja, ich meine, man war zufrieden, warum hätte man irgendwas ändern sollen, wenn jetzt nicht zufällig diese wunderschöne Neugierde ins Spiel kommt, aber sie kommt halt nicht bei jedem. Ne? Das ist das Problem. Oder es kann sogar so schlimm werden, du verlierst komplett die Wohnung, du wirst vielleicht sogar obdachlos. Ich habe in München, wo ich gelebt habe, habe ich viele Obdachlose gesehen, habe mit ihnen gesprochen und war teilweise entzückt darüber, wie kreativ die mit ihrer Wohnungslosigkeit umgehen. Also die waren teilweise wesentlich flexibler, offener als
die ganzen normalen Menschen. Ich saß mal in der U-Bahn und da saß einer neben mir, einer von den Obdachlosen, ein ganz netter junger Kerl, uns gegenüber eine alte Dame, so richtig eingehüllt in fetten Pelzmantel mit dicker Mütze. Ne? Da hat der junge Kerl dann zu ihr gesagt, Mensch, Sie haben aber eine schöne Mütze, gell? Dann hat sie nichts zu ihm gesagt, aber der hat nicht nachgelassen. Und der hat ihr immer wieder Komplimente gemacht, ne? Ich muss zugrinsen. Und dann hat sie irgendwann ist sie aufgewacht, ne? Tatsächlich, und hat gesagt, also Sie haben aber auch ein sehr schönes Stirnband hier. Ne? Und plötzlich hat die ganze Reihe erst lachen angefangen und habe ich mir gedacht, Wahnsinn, wenn dieser Mensch, der eigentlich in einer saublöden Situation ist, wenn er das schafft, so ein Lachpotenzial einfach in der Frau zu erwecken, ne? Toll. Sowas finde ich schön. Ja. Und ich denke, er hat auch, obwohl er keine Arbeit, keine Wohnung hatte, ne, hat auch eher seine Möglichkeiten voll ausgelebt. Der war vielleicht, ich sag's mal ganz blöd, glücklicher als so mancher andere Mensch, der in normalen, festen Verhältnissen lebt. Also der hat es wirklich geschafft, sein Potenzial zu leben. Und das fand ich wunderschön. Aber Sie gehen einfach wieder mal zum normalen Menschen über, ne? Der nicht obdachlos ist, aber vielleicht ja tatsächlich mal sein Leben ein bisschen verändern möchte, vielleicht auch sehr verändern muss. Ich denke zuerst, der wirklich erste wichtige Schritt ist es, ich muss einmal sagen, so und so ist es. Punkt. Ich bin jetzt arbeitslos. Punkt. Das ist so. Da gibt es nichts zum Verschönern, da gibt es nichts zum Meckern. Es ist einfach so. Ich muss als erstes den Ist-Zustand anerkennen. Vielleicht sogar wirklich mit Worten aussprechen. Oder vielleicht, wenn jemand gestorben ist, den ich gern habe, muss ich vielleicht wirklich sagen, meine Mutter ist jetzt tot. Punkt. Und da gibt es nichts zum Verschönern. Ja, da gibt es nichts, wo man einfach anders reden könnte. Das ist einfach so, wie es ist. Und dieses, es ist so, wie es ist, das können viele Menschen überhaupt nicht annehmen. Da wird sehr viel rumgemacht außenrum. Und ich versuche immer den Menschen dahin zu bringen, dass er sagt, ja, stimmt, es ist so. Wenn er das schon mal geschafft hat, dann wäre es wichtig, in die Stille zu gehen. In die Stille gehen, das heißt ja, man könnte auch sagen, sich langweilen, ne? Oder Müßiggang, wie die Adela vorhin gesagt hat. Das geht alles ein bisschen so in die gleiche Richtung, weil wir versuchen ja ständig und immerzu irgendwas zu tun, weil uns ist beigebracht worden, nur wer was tut, der macht's richtig. Der ist fleißig, der bringt's zu was. So. Aber was machen wir jetzt, damit wir uns sozusagen dem Universum öffnen können? Wir müssen einfach mal innerlich und vielleicht auch äußerlich mal die Klappe halten. Uns in die Stille begeben. Und wenn ich mich wirklich immer an den Tisch setze, keinen Kaffee trinken, keine Zeitung lesen, nicht das Handy dabei haben, keinen Computer anhaben, mich vielleicht wirklich einfach mal nur hinsetzen und komplett in die Stille gehen. Man kann das durchaus, man kann da hilfreich arbeiten, zum Beispiel mit Homöopathie kann man das unterstützen. Ich kann es mit Atemübungen unterstützen oder wer es kennt, mit Meridianklopfen. Auch eine tolle Sache. So kann ich mich nämlich ein bisschen in die eigene Mitte wieder reinbringen. Und wenn ich in der eigenen Mitte bin, dann fällt es mir leichter, auch in die Stille zu gehen und vielleicht mich wirklich zu öffnen und ja, und Möglichkeiten einfach mitzukriegen. Und was einfach wichtig ist, Achtsamkeit. Achte auf Zeichen. Ich muss eventuell durchs Leben gehen und auf mich achten, auf die Zeichen achten, auf die Umgebung achten, links und rechts schauen. Ja, man kann es aber auch sehr konkret zum Beispiel sich noch helfen. Es gibt sogenannte große Fragen und es gibt kleine Fragen. Als große Frage würde ich zum Beispiel mal stellen, was würde ich tun, wenn ich hier und jetzt komplett frei wäre? Wenn ich diese Frage mir ganz ehrlich mal beantworte,
Was heißt es dann eigentlich? Was würde ich tun oder auch wer würde ich sein, wenn ich keine Geldprobleme hätte, keine Zeitprobleme, keine gesundheitlichen Probleme, wenn ich komplett frei wäre? Was würde ich dann machen? Genau. Und wenn ich mir die Frage ganz ehrlich stelle und vielleicht sogar beantworte, dann habe ich eine gute Chance, dass das Leben mir innerhalb der nächsten paar Stunden, vielleicht Tage, einfach mal einen Hinweis gibt, ein Zeichen sendet. Die kleineren Fragen, das könnte zum Beispiel sein, was sind meine Stärken, was tue ich gern, was würden meine Nachbarn oder Freunde von mir sagen, ne? Wie würden dem mich einschätzen, wie würden dem meine Stärken, meine Potenziale einschätzen? Das ist sehr hilfreich, weil oftmals, man tut sich ja oft sehr schwer, oder? Sehr schwer, seine eigenen guten Seiten, seine Möglichkeiten überhaupt nochmal zu sagen. Man kommt sich dann so peinlich vor, wenn man über sich selber spricht. Und deswegen ist es nützlich, sich vorzustellen, was würden meine Freunde über mich sagen? Ja gut. Ein weiterer Punkt, lass dir helfen. Da verweise ich jetzt tatsächlich gern noch einmal auf den vorherigen Vortrag von der Adela. Zum Beispiel Astrologie ist eine saugute Möglichkeit, die Potenziale einfach rauszukitzeln. Sehr hilfreich. Also wer diese Möglichkeit nutzen kann, der sollte sie auch tun. Naja gut, wenn ich jetzt so eine Möglichkeit gefunden habe, was mache ich dann damit? Irgendwie muss ich sie ja auch umsetzen und nutzen. Ne? Und da wäre es sehr sinnvoll, auch dann wirklich einmal zu gucken, ist diese Möglichkeit realisierbar? Ich meine, ich kann zum Beispiel jetzt sagen, okay, ich bin ein ganz toller Christ, ich würde gern Papst werden. Aber die Chancen darauf sind äußerst gering. Nee, also wenn ich mir ein Ziel suche, gerne. Und ich muss dann gucken, welche Umwege müsste ich gehen, um dahin zu kommen. Ja. Aber es muss auch irgendwo realisierbar sein. Und die letzte Frage, traust du dich denn tatsächlich wirklich mal groß zu sein? Deine eigene Größe mal rauszulassen. Wir haben immer Angst, denke ich mir mal, vor einem Neubeginn. Das kennt jeder. Wir haben Angst davor. Egal wie toll das die Vision ist, wir haben Angst. Aber was machen wir mit der Angst? Das Schönste, das Schlaueste wäre einfach, wir bedanken uns bei der Angst, dass sie überhaupt da ist, weil die Angst möchte uns tatsächlich beschützen, ursprünglich. Das ist ja kein Feind. Die Angst ist kein Feind, der uns was Böses will. Die Angst will uns eigentlich beschützen, sie will uns was Gutes tun. Und wenn wir es schaffen, die Angst tatsächlich an der Hand zu nehmen und mit ihr in das neue Thema reinzugehen, in die neue Möglichkeit, in das Potenzial, dann haben wir eigentlich schon fast gewonnen. Ja, ich wollte jetzt gern noch zum Abschluss nur vom Mandela die ersten zwei oder drei Sätze seiner Antrittsrede vorlesen, weil ich die einfach sehr schön finde. Ich finde, die passen sehr gut dazu. Unsere tiefste Angst ist nicht, dass wir unzulänglich sind. Unsere tiefste Angst ist, dass wir unermesslich machtvoll sind. Es ist nicht unser Licht, das wir fürchten. Es ist unser Licht, das wir fürchten. Es ist nicht unsere Dunkelheit. Und wir fragen uns, wer bin ich denn, dass ich leuchtend und hinreißend, begnadet und fantastisch sein darf? Ja, wer bist du denn, es nicht zu sein? Du bist ein Kind Gottes. Und damit beende ich mal meine Ausführungen und würde mich freuen, ja, wenn ich ein bisschen was dazu beitragen konnte. Wow, wow, vielen Dank, Dietmar. Also, so, wow, als würdest du nichts anderes machen als tolle Fernsehsendungen und so praktisch, so, wow, also richtig toll. Das ist so ganz hautnah, ganz praktisch umsetzbar. Einfach, praktisch, gut. Ganz schön. Dankeschön. Ja, hat mir sehr gefallen. Ja, sehr schön. Herzlichen Dank. Und ich freue mich auch, freuen wir uns auch auf dich beim Podium ab 21 Uhr.
gemeinsam mit den anderen. Und ja, es ist ja alles irgendwie auch ergänzend. Und trotzdem ist es so spürbar jetzt von den dreien, die wir gesehen und gehört haben, jeder auch sein Potenzial. Letztendlich geht es immer irgendwie um das Gleiche. Und dennoch ist es von den verschiedenen Sichtweisen zu sehen und aus seinem Potenzial heraus und mit seinen Worten wieder ganz anders. Sehr schön. Also, bin begeistert. Ja, ist eine richtige Ausbildung heute, ne? Ja, herrlich. Ja. Vielen Dank. Und bis später. Okay, gerne. Danke. Bis später. Ciao. Ciao. Ja. Dann ein bisschen setzen lassen. Und den Chat benutzen, ne? Nicht vergessen, den Chat zu benutzen. Ah, ihr könnt gerne in den Chat schreiben, genau. Ja. Und das geht ganz einfach. Dann weiter. In 5 Minuten. In fünf